Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Jede Person, die Opfer von Beleidigungen, von Bedrohungen, von gewalttätigen Angriffen wird, ist eine Person zu viel. Das gilt natürlich für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte genauso wie für jede andere Person auch. Und ja, wir tragen als Politik eine besondere Verantwortung gegenüber denjenigen, die im Auftrag des Staates handeln und tagtäglich für unsere Sicherheit und für den Schutz unserer Grundrechte im Einsatz sind, so wie die Polizistinnen und Polizisten. Die Entwicklung der gewalttätigen Übergriffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ist seit Jahren besorgniserregend, bundesweit. Da gebe ich Ihnen auch recht, dass es eine besorgniserregende Entwicklung ist. Aber, Herr Kruse, dass wir keine Initiative veranlasst hätten, das stimmt so nicht. Das Innenministerium hier in Nordrhein-Westfalen hat bereits im Jahr 2013 eine sehr breit angelegte Studie mit Befragungen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nach ihren Gewalterfahrungen vorgelegt. Und daraufhin sind ja zahlreiche Handlungsempfehlungen, die diese Studie ergeben hat, auch umgesetzt worden. Zum Beispiel Maßnahmen zur Eigensicherung durch verbesserte Ausstattung. Der Ausbau von Betreuungs- und Beratungsangeboten gehört dazu. Die Vorbereitung auf Konfliktsituationen in der Aus- und Fortbildung. Und diese Maßnahmen tragen natürlich dazu bei, dass der Schutz von Polizeibeamtinnen und Beamten erhöht wird, und das ist auch gut und richtig so. Wofür wir Grüne aber nicht zu haben sind, und das haben wir hier in den verschiedenen Debatten auch immer wieder klargemacht, ist, dass wir nicht für eine Symbolpolitik zu haben sind, die eine Scheinsicherheit suggeriert für Polizeibeamtinnen und Beamte und keinen wirklichen Schutz verspricht. Und dazu zählen auch, Herr Kruse, weil Sie das hier angeführt haben, die Forderungen nach neuen Straftatbeständen, nach Erhöhung des Strafmaßes, weil klar ist, dass es einen Abschreckungseffekt nachweislich nicht gibt. Wenn Taten im Effekt passieren, unter Alkoholeinfluss, dann kann man das immer wieder herbeireden, wie Sie das hier tun, aber es bringt nicht wirklich etwas, und es ist Alibi-Politik, die wir ablehnen. Für uns ist eines klar, dass wir sehr genau abwiegen, ob erstens eine Maßnahme wirklich mehr Schutz und Sicherheit gewährleistet und zweitens, ob, wenn es Grundrechtseingriffe gibt, ob der Sicherheitsgewinn, der damit versprochen wird, den Eingriff wirklich rechtfertigt. Zur Debatte um die Bodycams nehmen wir sehr ernst, ja, dass es Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gibt, die auch uns gegenüber immer wieder berichten, dass sie sich im Einsatz sicherer fühlen, wenn sie mit Schulterkameras ausgestattet sind. Uns berichten auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, dass diese Bodycams zur Deeskalation beitragen können, insbesondere dann in Situationen, wenn sich unbeteiligte Dritte störend, gewalttätig in polizeiliche Maßnahmen einmischen, dann kann diese Schulterkamera dazu führen, dass es zur Abschreckung von Gewalttätern führt und dient. Und genau solche Situationen werden ja auch in der Studie des Innenministeriums von Polizeibeamtinnen und Beamten berichtet. Das ist in der Tat ein alltägliches Problem und alltägliches Phänomen für die Polizeiarbeit ist. Und deshalb kann ich auch für uns sagen, dass wenn diese Erfahrungen, die uns geschildert werden, so zutreffen und wenn man sie verallgemeinern kann, dann wäre das in der Tat ein erheblicher Sicherheitsgewinn für die Polizeibeamtinnen und Beamte. Und das erkennen auch wir Grüne ganz ausdrücklich an. Deshalb, das will ich hier so klar sagen, deshalb haben wir uns dazu entschieden, einen eigenen Modellversuch mit Bodycams in Nordrhein-Westfalen zu machen. Und dafür werden wir die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen. Wir brauchen deshalb diesen Modellversuch, um faktenbasiert, also wirklich faktenbasiert, eine Abwägung treffen zu können zwischen Grundrechtseingriffen einerseits und dem Sicherheitsgewinn für die Polizei andererseits. Zweck und Ziel eines solchen Modellversuches muss es sein, die Eigensicherung der Polizeibeamtinnen und Beamte zu erhöhen und mehr Transparenz über den Einsatz zu gewährleisten. Und vielleicht hören Sie mir einfach mal zu und halten hier mal die Füße still. Vielleicht kommen wir dann in der Debatte weiter. Ich will hier auch noch mal deutlich sagen, weil es ja bereits in anderen Bundesländern Modellversuche bereits gegeben hat. Es hat ja bereits in mehreren Bundesländern entsprechende Modellversuche gegeben,
die aber aus unserer Sicht methodisch so nicht einwandfrei sind. Herr Kruse hat hier auch wieder das Modellversuch in Hessen angeführt. Man muss bei dem Modellversuch in Hessen aber sagen, dass dieser wissenschaftlich so nicht valide ist, weil parallel zum Einsatz der Bodycams auch der Personalansatz der Polizei erhöht wurde. Und deshalb sagen wir, dass wir einen eigenen Modellversuch für Nordrhein-Westfalen brauchen, weil Nordrhein-Westfalen mit den Ballungszentren, mit dem ländlichen Raum eine andere Struktur hat als andere Bundesländer. Und weil wir, und das ist ja unsere Kritik an Hessen, weil wir eine unabhängige Evaluation von Anfang an haben wollen. Wir wollen die Einbeziehung von unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von vornherein an einem Modellversuch haben, weil es verschiedene und zu untersuchende Fragestellungen gibt, die uns wichtig sind. Und ich würde Sie bitten, hier einfach mal zuzuhören. Sie haben bisher keinen Gesetzentwurf vorgelegt. Sie haben entscheidende Fragen bisher nicht beantworten können. Deshalb hören Sie vielleicht einfach mal zu, dann können wir auch in die Auseinandersetzung treten. Für uns ist zum Beispiel klar, dass die Frage untersucht werden muss, ob Bodycams verhindern, dass Bürgerinnen und Bürger weiterhin unbefangen auf die Polizei zugehen können. Das ist für uns ein wichtiger Punkt, dass das Vertrauensverhältnis nicht leidet. Und deshalb brauchen wir diese unabhängige Evaluation des Modellversuches, um auch eine gute Entscheidungsgrundlage für den nächsten Landtag zu haben, wie man weiter mit den Bodycams umgeht. Für uns Grüne ist aber auch klar, und das haben wir in den verschiedenen Debatten immer auch betont, dass die Frage des Datenschutzes außerordentlich wichtig ist, weil es hier um einen Grundrechtseingriff handelt. Und deshalb werden wir selbstverständlich einen Gesetzentwurf vorlegen, der hohen datenschutzrechtlichen Anforderungen genügt. Wir wollen, dass die Aufzeichnungen verschlüsselt werden. Wir wollen, dass nur Befugte auf die Aufzeichnung zugreifen können. Und das finde ich auch deshalb wichtig, weil sich die Polizei nicht den Vorwurf gefallen lassen kann, dass man möglicherweise Manipulationen an den Aufzeichnungen vornehmen kann. Das müssen wir von vornherein entkräften, weil ich denke, das ist im Interesse der Polizei selbst, dass es solche Vorwürfe von vornherein nicht geben kann. Und deshalb brauchen wir diese Klärung dieser datenschutzrechtlichen Fragen, beziehungsweise werden sie im Gesetzentwurf entsprechend vorlegen. Das sind übrigens Fragen und Punkte, die haben Sie von der CDU bisher nie vorgelegt. Sie haben immer nur gesagt, Bodycams ja, aber wie es in die tatsächliche Umsetzung gehen kann, das haben Sie diesem Parlament bisher nicht vorgelegt. Und ich will es noch mal zum Abschluss sagen, dass unser Ziel ist, eine wirkliche, wirksame Erhöhung des Schutzes der eingesetzten Polizeibeamtinnen und Beamte zu erreichen. Wir brauchen keine Symbolpolitik, keine Forderung nach Erhöhung des Strafmaßes oder nach neuen Straftatbeständen, sondern wir brauchen wirklichen, echten Schutz. Und deshalb werden wir diesen Bodycam-Modellversuch in Nordrhein-Westfalen machen, weil es ein Baustein sein kann, um die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Beamte einzudämmen und deren Schutz wirklich wirksam zu erhöhen. Vielen Dank.